Hallo, na, da seid ihr ja schon wieder. Ja, das war ein ganz schön schlechtes Intro, oder? Willkommen zu einer weiteren... Ich schäme mich selbst ein bisschen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Hydroneer. Und, ja, ich habe hier ein paar Sachen zusammengepackt, die wir mal eben gleich aufladen. Das wird bestimmt ein toller Spaß. Denn, ja, wir wollen ja heute die Anlage ein bisschen weiter verkleiden. Und dazu habe ich mir ein paar Dinge überlegt. Zum Beispiel würde ich gerne ein bisschen seitlichen Seitenwände hier schräg hochgehen. Gucken, ob wir das schön bauen können. So, Profi-Tipp. Habt ihr gesehen, wie ich den LKW beladen habe? Ihr lauft da drauf. So, dreht euch um. Und dann packt ihr das so dahin. Dann geht es in der Regel. Fliegt nicht in der Gegend rum. So, dann die drei fehlenden Fenster, die wir abgebaut haben. Eventuell brauchen wir dann aber mehr Fenster, ne? Ups, jetzt. Hallo? Jetzt hänge ich fest. Wie auch immer das jetzt ging. Eventuell brauchen wir noch mehr Fenster, damit dieser Einfülltrichter noch besser funktioniert. Müssen wir mal gucken. Wobei eine andere Lösung natürlich auch ist, die Teile vorher, bevor die reinlaufen, zu schreddern. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das will, weil wir wollen etwas größere Brocken haben. Die scheinen aus dem Goliath hier rauszukommen. Oder aus dem Goliath. Auch immer das Ding richtig heißt. Dann noch ein paar Leitern, damit ich da unten immer die Ecken rauf und runter kraxeln kann. Apropos Kraxel, toller Kollege. Eine Rampe, um zu gucken, ob wir die irgendwie so als Abdeckung nehmen können auch noch. Und damit die Teile, ihr habt das gesehen, die fliegen im hohen Bogen aus dem Verarbeiter raus. Und dann brauchen wir noch ein, für unsere Filteranlage brauchen wir noch einen Kristall vom Morphius. So. Dann haben wir immer noch 32.000. Na gut, dass wir sparsam sind. So, brauchen wir noch irgendwas? Könnten wir noch irgendwas probieren? Ich denke nicht. Dann fahren wir mal wieder und hoffen, dass es nicht irgendwie im Auto verkeilt, weil wenn das passiert, was dann geschah, dann fliegt nämlich das Auto in der Gegend rum und dreht sich ganz schnell. Spinning around. Da, 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 da. Kennt er ja, ne? So. Und daher und Destination wollen wir hier das jetzt mal probieren. So. Okay. Schritt 1. Kristall. Sollten wir machen. So, weil hier sonst alles sich verstopft und liegen bleibt. Offenbar. Dann nehmen wir mal einen kleineren erstmal. Packen den da rein. Und Klappe zu. Ja Mensch, schon funktioniert es besser. Ohohoho! Das ist so dieser Moment, den ich hier liebe. Oh, was für... Warte mal, wollen wir mal gucken. Das ist jetzt einer der ersten, die wir automatisch ausgegraben haben. Mit der automatischen Maschine. Ja. Kann man mit leben, würde ich sagen. Okay, und hier... Müssen wir nochmal nachhelfen. Aber dann geht es auch. Na, jetzt... Gut, dann würde ich sagen, wir bauen mal die Kapseln ein. Wir können auch eben kurz hier ausstellen. Und dann würde ich Folgendes probieren wollen, dass wir hier... Weil der sieht auch schick aus. Ja. Ist das so ein Fall von gut gedacht, schlecht gemacht? Ich weiß nicht, wir gucken mal. Vielleicht reicht das. Weil wirklich nur am ersten Teilstück das rausfliegt. Oder wir müssen das komplett... Ich finde es eigentlich sehr schick, das mit den Fenstern zu lösen. Da kann man reingucken, ne? Autsch. Oh, hier sind überall Sachen reingeflogen. Und auch hier wollte ich noch eine Rampe dran machen. So. Na, komm schon. Na, geh. Und runter. Na, geh. Na, geh runter und ran.
Na komm schon. Hm? So. Maybe. Maybe reicht das schon. Was könnte jetzt noch schief gehen? Drüber fliegen. Das heißt, da bauen wir noch kurz. Erstmal noch eine Plattform, damit wir hier besser rumlaufen können. Und auch mal Sachen kontrollieren. So vielleicht. Ich weiß nicht, ob das. Da komme ich jetzt eventuell nicht mehr unten hoch, ne? Das war gerade sehr schlau von mir. So, pass auf. Dann kann ich nämlich hier rauf. Aber dann komme ich hier nicht mehr hoch. Natürlich, weil wir hier das so großräumig gebaut haben. Okay, das funktioniert nicht. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen das Ding wieder an und gucken uns das mal im Verlauf an, denn wir wollen ja, dass das gute Gold hier auch ankommt. Was auch immer wir hier finden. Also, der kann schon mal weiterlaufen und hier geht's auch weiter. Oh, die Kristalle, die werden aber schnell kleiner. Und wir nehmen nochmal hier die andere Leiter mit. Komme ich denn von hier unten dann da rein? Das umdrehe? Irgendwie? Verstoße ich mir hier den Kopf. Ich stoße mir nicht den Kopf, aber es geht trotzdem nicht. Und die Anlage macht nichts. Beides nicht so schön. Na komm, hier hoch. Ah, die ist kaputt. Oh ja, wir müssten. Also normalerweise müssten wir Wasserfilter einsetzen, ne? Aber das System ist so bescheuert, dass ich mich eigentlich weigere. Weil irgendwie funktioniert das nicht, habe ich den Eindruck. Ich habe das mal kurz im Testaufbau mit dem Wasserfilter gemacht, das hat überhaupt nichts gebracht. So, das heißt, wir müssten jetzt. Warum ist der nicht reingeflogen? Ja, dann. Geht immer noch nicht. Okay, die Maschine ist kaputt und läuft weiter. Beides auf einmal. Aber warum ist der. Warum hat er sich verstopft? Das müssen wir erstmal beobachten. Wieso wird es denn. Jetzt ist er auch wirklich kaputt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Leiter. Dann machen wir hier die Spitzhacke so lange. Grandios. Gucken, geht der? Ja, das scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall fällt da nichts mehr daneben, ist schon mal gut. Aber wir müssen die Maschine reparieren. Und hier hängt doch an irgendeiner Stelle irgendwas dazwischen. Und wir gehen mal kurz schlafen, damit es für euch hell ist. So. Das ist ja immer so ein Problem, ne? YouTube macht das ein bisschen dunkler. So, wir gucken mal. Ups. Werkzeugkoffer mit. Und dann einmal reparieren. So, großer Bogen kommt, fällt rein, läuft. Licht ist an. Scheint auch jetzt so nicht daneben zu fallen. Allerdings skaliert das so nicht, ne? Also das ist jetzt eine Lösung. So würde es nur gehen, wenn es jetzt ein, also in eine Richtung einmalig, ne? Wir wollen natürlich mehrere Bohrer hier unten aufstellen, damit wir die Zeit versetzt da oben reinschmeißen können.
Das ist natürlich das Ziel hier. Aber mit so kleinen Anlagen wie der hier geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Oh! Das freut mein Minerherz. Also, wir müssen offenbar hier das ganze Ding wahrscheinlich damit Wänden auskleiden. Ja, hier fliegt noch was in der Gegend rum. Okay, das ist gut. Und dann gucken wir mal kurz. Wir machen mal hier aus. Was haben wir denn jetzt hier? Okay, da ist schon mal ein bisschen Gold rausgekommen. Das ist auch noch nicht ideal. Wahrscheinlich müssten wir jetzt noch so machen, dass da unten dann der Cauldron drin steht. Und wir haben im Moment einen großen Energiekristall gekriegt. Und irgendwas nervt hier zum Glück überhaupt nicht. Gar nicht mal so klein, der Diamant. Da scheint auch ein Energiekristall zwischen zu hängen. Wow! Oh Gott sei Dank, der war's. So, gut. Oh, ich bin gerade schon erschrocken. So, das heißt, wir brauchen, also das läuft alles hier. Da können wir auch mal wieder ausmachen. Wir werden aber ziemlich schnell kleiner, die Kristalle. Das ist nicht gut. Man bräuchte hier noch so eine Anzeige, ne? Dass man sieht, ob an ist oder aus. So, also das würde funktionieren. Wie kriegen wir das jetzt skaliert? Habe ich überlegt, wir müssten vielleicht hingehen und das dann drehen. Ne? Das heißt also, ich muss hier mal ein bisschen freischaufeln und dann drehen wir das Ganze. Und zwar so, dass wir, wenn wir also wir müssen ja irgendwie hier so reinliefern, dass die schön da reinfallen, die Sachen. Eventuell sollte ich hier oben auch probieren, noch so ein gerades Förderband zu machen, dass der nicht so hoch fällt, sondern schön gerade darunter plumpst. Das heißt, ich würde das alles jetzt dann mal umbauen und eins zurückziehen. Und dann müssen wir uns ein System überlegen, wie wir einen Schrägförderer hier reinkriegen, dass wir von hier, wobei das nicht gut ist, ne? Obwohl doch, wir können in die Richtung schön den Claim bauen und dann immer weiter nach hinten ziehen eigentlich. Also wenn wir, wir müssen immer gucken, ne, dass wir von mit den, das Problem ist immer, wir müssen den Auswurf auf die eine Seite hinbekommen und auf die andere Seite die Rohrleitung, aber der Auswurf braucht drunter ein Förderband oder irgendwas. Und das müssen wir mal irgendwie, ja, müssen wir jetzt ein System finden, damit das funktioniert. Und das würde ich gerne rausfuchsen. Mal schauen. Jedenfalls, ja. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal so halbwegs. Würde ich sagen, wir lassen einfach noch mal ein bisschen laufen und gucken mal, was noch so rauskommt. Da haben wir noch ein bisschen Spaß. Und ich bastel da mal so ein bisschen rum. Und dann gucken wir mal. Achso, Sortieranlage auch noch mal einschalten. Ich glaube, ansonsten können wir hier nicht mehr viel machen. Ich könnte höchstens jetzt noch hier mal gucken, ob ich hiermit noch irgendwie was einfangen kann. Da wird es höchstens drüber fliegen, ne? Alter, ich schon wieder so die Karte Diamant rausgekommen. Also wenn ich das dahin mache.
Oder ist das einfach nicht genug Platz, dass du den auch noch ein bisschen zurücksetzen müssen, damit das runterfallen kann? So, gucken. Ja, das scheint schon ein bisschen geholfen zu haben. Wir können ja noch ein Dach da drauf setzen. Hier haben wir noch welche. Oh, nee. Wieder 100 Gold weg oder so. Na komm. So. Hup. Da noch drüber. Das haben wir gleich. Also hier hinten wissen wir schon, hier fliegt nichts mehr. Dann nehmen wir mal hier noch weg. Eigentlich fand ich die Idee sehr cool. Naja. Ist aber auch nicht groß genug. Ihr seht schon, ne? Lass uns auch noch größer machen. So, dann packen wir den mal dahin. Ob das geht? Bin gespannt. Ich glaube ja. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass die auf dem Weg hoch auch noch runterfallen. Ist wahrscheinlich besser, wenn wir es komplett einkapseln, ne? Wir brauchen aber jede Menge Sachen dafür. Ja, und das würde ich alles eins ein bisschen zurückziehen. Und dann muss ich überlegen, wie ich das hier um die Ecke bekomme. Weil so, sag ich nochmal. Das geht ganz gut. Warte mal, ich will es mal von hier sehen. Kann man das sehen? So. Da unten ist, da kommt es raus, da. Ich glaube, diese Lösung kann sich sehen lassen. Komplett. Ohne Anleitung, ohne irgendeine Wikipedia zu lesen, weil das ist ja langweilig. Sind wir selber drauf gekommen, dass man das so machen könnte. Und jetzt... Ey, das ist doch eigentlich perfekt. Und jetzt brauchen wir irgendwie was, damit das skalieren kann. Das heißt, wir müssen jetzt das System so umbauen, dass es... theoretisch beliebig erweiterbar ist. Das ist nämlich so nicht, ne? Das ist nämlich so nicht. Ach, das ist schon kaputt. Wir haben nur noch ein Werkzeug. Also das, was hier jetzt rauskommt, muss mehr wert sein als 660. Und vor allem, es müssen immer große Kristalle rauskommen. Also das ist jetzt so ein bisschen, ne, wo man jetzt drauf achten muss. Denke ich mal. Ah, und er ist hängen geblieben. Warum ist er hängen geblieben? Ja, da müssen wir auch noch irgendwie gucken. Also, vielleicht muss der von höher oben reinfallen. Also ganz unbeaufsichtigt lassen kann man die Anlage nicht, ne? Okay, wir machen mal aus. Eine Sache ist jetzt ein wichtiger Benchmark hierbei. Werkzeug ist teuer, ne? 660 kostet eine Kiste Werkzeug. Das heißt, was jetzt hier rausgekommen ist, muss mehr wert sein als das Werkzeug. Und wir müssen immer mehr Schatz rausbekommen, als wir raus reingesteckt haben. Wir haben einen rausbekommen. Ein bisschen Durchlauf. Den nehmen wir mal raus, damit wir da den Überblick behalten. Ja. Hier muss ich mir auch noch was... Das ist noch nicht... Na gut, ich habe die Fensterwehr rausgenommen, ne, die ich ja schon hier hatte. Das ist aber trotzdem noch nicht optimal. Dann muss ich eventuell müssten wir da hier, und das hatte ich ja so eigentlich schon, auch noch Wände reinbauen. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe eine Runde shoppen. Das Ding ist, ich, wie gesagt, ich würde gerne, dass es skaliert. Das heißt, dass wir
unten mehrere Bohrer in den Mantel bauen können. Das würde ich mir bis zur nächsten Folge überlegen. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, ihr könnt das ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Überlegungsfortschritt miterleben wollt oder ob euch dann graue Haare wachsen. So wie ich euch kenne, werdet ihr jetzt ohnehin Zweiteres sagen. Deswegen, na, ich kenne euch ja. Jungs, hier diese Stütze, ne? Die haben wahrscheinlich sehr viel auch im Laden übersehen. Aber ansonsten glaube ich, wir haben ja schon mal ein ganz gutes System. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die Werkzeuge... Ach so, genau, das wollte ich nämlich gucken. Ich wollte nämlich Folgendes sagen. Wenn wir solche Klunker hier drin haben, dann haben wir wahrscheinlich... Mit jedem Mal, wo so ein Ding kommt, hier die Werkzeugkosten wieder raus. Wir gucken mal. 660, glaube ich, kostet eine Werkzeugpackung. Oder waren es 290? So, 98. Wahrscheinlich mit noch mehr Druck würde noch mehr gehen. Leute! Ich gehe shoppen. Wir sehen uns wieder, wenn alles da ist. Oh, ausmachen. Nicht die Kristall verbrauchen hier. Ja. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt. Und die Daumen auf den ganzen Videos. Wie auch auf dem letzten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.